Gut, darf ich euch alle recht herzlich begrüßen. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und freue mich sehr, dass wir unseren neuen Cheftrainer, den Ludovic Manjörg, vorstellen dürfen. An seiner Seite Geschäftsführer Christoph Lengle und der sportliche Leiter Werner Grabherr. Christoph, bitte gleich um deine Einleitung. Ja, vielen Dank, Manuel. Ich darf heute das Protokoll ein bisschen brechen und bevor ich die Medienvertreter begrüße, ein herzliches Willkommen und der Schweiz sagt man noch Grüezi. Es sind auch ein paar Medienvertreter aus der Schweiz da, an unseren neuen Cheftrainer, den Ludovic Manier. Vielen Dank natürlich auch an euch für euer Kommen und ja, auch von meiner, von unserer Seite, von Seiten des SC Alltag wünsche ich euch ein gutes, ein gesundes und was wir uns als Club oder Verein besonders wünschen, ein erfolgreiches neues Jahr. Ich möchte eine Frage gleich vorwegnehmen, warum ist die Wahl auf den Ludo oder auf den Ludovic Manier gefallen? Ja, relativ klare Antwort, das war die Energie, die wir bei ihm spüren und gespürt haben in den Gesprächen, die der Werner und ich mit ihm geführt haben, aber auch mit den Gremien sind Gespräche geführt worden und der Ludovic war auch in diesem Kreis, er ist dort sehr impulsiv, sehr begeisternd, Auftrittern und er erreicht einfach die Menschen, ist unser Gefühl und wir denken, das ist etwas, was wir jetzt in der aktuellen Situation besonders brauchen. Uns als Verantwortliche im Verein ist es in diesen Gesprächen so gegangen und deshalb kommen wir davon auch aus, dass es dem Trainerstab und der Mannschaft auch so gehen wird und dass es dem Ludovic gelingen wird, alle in das Boot zu holen, das wir brauchen jetzt im Frühjahr, um durch diese raue See zu kommen. Und da sind wir, wie gesagt, sehr, sehr überzeugt von ihm und von seiner Art. Aber es wäre natürlich nicht fair, ihn jetzt nur auf seine Energie und auf sein Temperament zu reduzieren. Der Ludovic ist ein anerkannter Fußballfachmann, der dieses Geschäft von der Pike auf gelernt hat. Fast 10 Jahre lang beim FC Zürich als Trainer vom Nachwuchs bis hinein in den Profiverein, in die Profimannschaft, in die Erwachsenenmannschaft tätig gewesen. Und wir kennen natürlich alle auch seine fantastische Karriere als Spieler und seine Einstellung zum Beruf, die ihn immer sehr geprägt und ausgezeichnet hat sich auch bis zu uns nach Vorarlberg durchgesprochen und deshalb wissen wir sehr, sehr gut, was wir an ihm haben. Wir haben in den Gesprächen sehr schnell gespürt, dass wir vom selben reden. Wir wissen alle, wo wir hinwollen als SC Alltag und wie viel Arbeit dafür notwendig sein wird jetzt im Frühjahr, um dieses Ziel zu erreichen. Wir sind alle, und da spreche ich auch für unsere Präsidenten und die Gremien, wir sind alle hoch motiviert, dass der SC Alltag wieder andere Zeiten erlebt, dass man im Frühjahr, so wie ich es vorher gesehen habe, dieses Schiff durch dieses raue Fahrwasser durchbringen und wieder erfolgreiche Zeiten erleben würden und möchten natürlich unsere Fans, Zuschauer, Sponsoren oder wer auch immer mit dem Verein verbunden ist, wieder glücklicher und stolzer machen. Das ist das Ziel und dafür werden wir alles gier, dass das zukünftig wieder anders wird. Ja, in dem Sinne wäre es das auch schon von meiner Seite gewesen und ich darf an der Manuel wieder übergeben.